heute brauchen Sie einen Profi-Ansprechpartner, im Wesentlichen für ein paar Dinge, die diese Zeit auch prägen. Wie positioniere ich mein Unternehmen am Markt, also die Positionierung, und dann wirklich Detaillösungen, die hochprofessionell sind, wie zum Beispiel Detaillösungen in der Preispolitik, Detaillösungen bei der Mitarbeitereinsatzplanung, im Controlling, im Marketing und jetzt zunehmend das Thema Führung. Das heißt, Unternehmer, die einfach sagen, wie muss ich in die Zukunft gehen mit meiner Führungsqualifikation, damit ich das Team anständig motiviere und beim Gast dann wirklich diese Dienstleistung anbringen kann, die es heute braucht. Also mein Eindruck ist, dass vor 20, 30 Jahren viel mehr Kleinbetriebe Beratungen in Anspruch genommen haben. Das vor allem deshalb, weil das Wirtschaftsförderungsinstitut damals das massiv unterstützt hat. Diese Unterstützung gibt es nicht mehr in dieser Breite und in dieser Höhe. Daher hat sich eigentlich der Beratungsmarkt mehr auf die wirklich guten Betriebe, die größeren Betriebe auch konzentriert. Das merken wir auf jeden Fall in unserer Kundenstruktur sehr deutlich. Aber ich glaube, insgesamt ist das Volumen in Österreich gestiegen. Die Österreicher und die österreichischen Unternehmer ziehen gerne externe Berater zu Detailfragen und zu großen Konzeptlösungen dazu. Das ist zum Beispiel in anderen Ländern ganz anders, wie zum Beispiel in Deutschland viel schwieriger oder auch in der Schweiz viel schwieriger. Aber sagen wir so, österreichisches touristisches Know-how ist ja nicht nur in Europa gefragt, sondern ich würde wirklich behaupten, international, ja sogar global. Das sehen Sie an die vielen tollen Tourismusmanager in Hotels, in internationalen Hotelketten. Das sehen auch wir an unserem eigenen Geschäft, dass wir mit diesem, wie wir es dann nennen, Modell Österreich eigentlich überall gut punkten. Wir sind auch in Deutschland sehr gefragt, in der Schweiz. Das ist nicht nur Südost- und Osteuropa, sondern auch sozusagen in den Kernländern Europas ist das ein großes Thema. Also ich glaube, über den letzten Winter kann man sich schon freuen. Das ist sehr erfolgreich. Das stellen Sie sich vor, wir haben also nach all diesen Jahren noch einmal einen Top-Winter. Also das muss einem schon sehr, sehr zur Freude gereichen, sozusagen. Aber es gibt natürlich Schattenseiten, nicht? Und diese Schattenseiten bestehen darin, dass diese große Freude sich nicht immer in den Bilanzen durchschlägt bis zum Betriebsergebnis. Also ich traue mich zu behaupten, von den Zahlen, die wir bisher aus den Betrieben haben, dass die wirklich gut geführten Betriebe überproportional gewonnen haben im Betrieb, im Winter jetzt, und dass die nicht so gut geführten Betriebe nicht so viel aus diesen Nächtigungserfolgen abschöpfen konnten. Also ein deutliches Signal, dass sich Spreu vom Weizen trennt. Und man darf nicht vergessen, auch diese Niedrigzinsphase, ja, deckt ja viele Schwächen zu. Also sich auszuruhen, ich nehme auch an, dass das niemand tut, aber sich auszuruhen, wäre sicher die falsche Strategie. Es muss jeder Winter hart erkämpft werden. Der Tourismus in Österreich wird, so aus meiner Erfahrung heraus, gut beraten sein, sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf die Produktentwicklung zu konzentrieren. Ich finde, das Marketing ist gut. Mit Marketing können wir aber nicht alles bewegen, wenn das Produkt nicht wirklich gut ist. Also ich meine Top-Produkte. Und das gilt für die Destinationen, die Top-Produkte entwickeln müssen. Das gilt aber auch für die Betriebe, die an der Produktentwicklung arbeiten müssen. Das heißt, Profil schärfen, herausarbeiten, wo sind wir wirklich gut. Also ich glaube, summa summarum, die nächsten 3 bis 5 Jahre werden in Zeichen der Produktentwicklung stehen. Und damit touristische Räume zu entwickeln, in denen sich die Einheimischen wohlfühlen, da geht es um Richtung Tourismusgesinnung, aber vor allem natürlich auch die Gäste tolle, buchbare Produkte vorfinden. Am Markt sind wir einfach sehr, sehr gut etabliert. Wir sagen, ja, wir haben eine sehr starke lokale Kompetenz, ausgedrückt durch 3 Standorte, Innsbruck, Villach, Wien. Also wir sind lokal sehr stark vor Ort, mit einer internationalen Sichtweise. Das macht uns stark. Das Zweite, was uns stark macht, wir sind auf allen touristischen Ebenen wirklich gut aufgestellt, in den Destinationen, in der Hotellerie, in den Betrieben und bei der touristischen Infrastruktur, also bei den Bergbahnen, bei den Thermen, bis hin zu Themenwegen und so weiter. Das heißt, wir decken einfach alle
Bereiche des Tourismus sehr professionell ab. Das wird weiterhin so bleiben und Kohl & Partner steht auch weiterhin für Qualität. Was sich ändern wird bei Kohl & Partner, ist die Geschäftsführung in Österreich. Ich werde die Verantwortung über das operative Geschäft, also die operative Verantwortung, auf eine neue Geschäftsführung übertragen. Das wird nicht nur mehr eine Person sein, wie es bei mir als Pionierunternehmer war, sondern es werden jetzt zwei und in einem Jahr dann insgesamt drei Personen sein. Und das drückt auch aus, wie sich die Branche verändert hat. Die Branche hat sich sehr spezialisiert, ist sehr professionell geworden und das kann einer alleine nicht mehr abdecken. Ich bleibe Strategieberater in der Kohl & Partner Holding. Die Kohl & Partner Holding ist so das Dach über der Firmengruppe. Dort bleibe ich sozusagen als Berater und Geschäftsführer tätig. Aber für die drei österreichischen Standorte gibt es in Zukunft drei neue Geschäftsführer, die diese sehr komplex gewordene Branche, glaube ich, gut bearbeiten und abdecken werden. Es wird ein fließender, eleganter Übergang und man darf nicht vergessen, die neuen Geschäftsführer, das sind langjährige Wegbegleiter von mir. Der Erich Liegl 25 Jahre im Betrieb, der Gernot Memmer 12 Jahre im Betrieb und dann noch meine Tochter dazu. Also ich glaube, das passt sehr gut.